So, weiter geht's. Wieder dabei Iron und Snafu, die noch Probleme mit den Banditen haben. Ich habe auch Probleme damit, die zu finden. Ja, komm doch Oh, her. ja, klar. Wir geben dir gerne ein paar von unseren 5 Stück ab, die Ja, wir hier, hier. her damit. Richtung Norden bitte einmal laufen. Muss mich mal eben erstmal entleeren. Waffenteile, Waffenteile. Waffenteile, Waffenteile. Hängt jemand wieder in der Futterkiste? Und nimm den Bären mit. Dann holen wir erstmal eine Lebensmittel von. Blueprints. Und beeil So. dich, es ist schon 18 Uhr. Kann ich jetzt an die Futterkiste? Ja, Okay. kannst Essen, das, das, das. du. Ah. Das bleibt erstmal. Das kommt in die Forge. So, und jetzt will ich unbedingt ein paar Spitzen. Arrows. Pfeilspitzen aus Eisen. Ja, ein bisschen viel, aber. Es ist kein Zombiebär, gibt fett Fleisch, ne? Jo. Oh, da rennt ein Hund rum. Ja, das ist meiner wahrscheinlich. So, Mein Hund. Blei. Ist das so ein Spacko-Hund, der ständig Kreise rennt? Ja, das ist Machen die meiner, immer. als dieser Verbackte. So, Leder. Das habe ich Krepp. Nee, Mechanical Parts. okay. Wasserflaschen. Benzin mache ich auch mal hier. So Waffen rein, die Fässer. Na, die sind in der Gammelkiste, also sonstigen Kiste. Da sind schon 7 oder so Stück drin. So. So, wo waren wir denn noch nicht? Ach, der Hund ist ja noch da, ja. Und der dreht sich immer noch im Ja, da mach Kreis. den doch mal tot. Lass nicht den Geht nächsten nicht. treu dumm da reinlaufen und sterben. Wir segnen, wenn ich treffe den ja nicht, wenn er sich da wie Ja. blöd im Kreis dreht. Wir müssen den treffen, den rumkreisen. Der verbannt halt die ganzen Pfeile, das ist wegen dem. Echt nur? Ich komme wohl gleich und versuch's Ja, mal. machen wir mal weg. Versuch's. Oder ich mache ihn Mit mit dem Knüppel jetzt tot. dem Knüppel, dann bist du tot. Das macht keinen Sinn. So. Warte, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Nein, daneben. Ja, ich habe eine andere Idee. Daneben. Achtung! Daneben. Meine Idee, Achtung. Aha. So, Daneben. So. Steinaxt Achso, fertigen, den. zerlegen. So. Und so. Ja, genau, Da. kann man ja auch machen, den So, Trick. und jetzt. Und jetzt. Jetzt irgendwie Huhu Wo seid sagen. ihr? Huhu. Da. Oh mein Gott, oh mein Huhu. Gott. Schaffst du das? Einmal ringsrum. Komm. Ja. Ja, läuft. Hm, Jetzt. Oh. Hi, er lebt ja noch. Aber der ist voll reingelaufen. Weg da! Oder lauft auf mich zu! Autsch, jetzt. Da schick in die Spikes. Siehste, wir sind Ich hab ihn immer erschossen, aber 20 egal! Schaden. Ich 20 hab ihn Schaden. erschossen! Weil wir ihn Ja. festgehalten haben. Die Spikes haben mir Weil 20 Schaden verursacht. Ja, die sind gut, ne? Voll die Mein Invas-Spikes. Knüppel, ich bräuchte mal wieder einen neuen oder eine Reparatur, aber ich glaube, neu ist einfacher. Dann schmeiße ich meinen gleich ins Feuer, wenn ich zurück bin, ja? Ja, mach den Bären noch, der da oben ist. Wo ist ein Bär? Ja, machen wir auch noch. Wo? Im Norden ist der. Im Norden? Das ist Westen, Norden. So, und vom Norden aus laufen wir jetzt nach Westen, die Straße lang. Aha. Warum denn Und nicht dann direkt ist. nach Nordwesten? Wenn du nicht auf die Straße lang willst, ist mir das egal. So, und der ist jetzt oberhalb der Kirche. Ihr habt einer von euch hat ein Messer mit, ne? Das ist wichtig. Ja. Jo. Okay, der ist weg. Hier oben stand da. Ein Nicht-Zombie-Bär. Wahrscheinlich kommt er gleich von irgendeinem. Um irgendein Hauseck gelaufen und tötet uns. Ich sehe es kommen. Jo, kann passieren. Oder ist die Spawn? So wie schönes Fleisch. Echt mal. Oh, mein Freund, der Zombie. Welche Pfeile?
Wenn er erschlagen wurde vom Banditen, liegt er dann auch da schon, oder? Eine Zeit lang, aber nicht lange. Hat jemand das Bücherhaus hier hinten schon gemacht? Da gibt es bestimmt geile Rezepte. Pillen. Aber wenn ich schon mal am Straßenende bin, dann nehme ich auch direkt die Hütte hier mit. Ja, wunderbar! Du bist doch der Ranger. Ich mag der Iron. Der sagt, du hast immer ganz tolle Sachen dabei für ihn. Der mit dem Hut? Ja, genau. Ja, der hat ein Jagdgewehr. Der hat immer ein Jagdgewehr für mich. Dann komm schnell her. So, er liegt tot vor mir. Du kannst ihn looten. Aber warte, da ist noch eine Schinke. Die hole ich auch gerade raus. Jagdgewehr, ich komme. Da rein, vor mir in die Hütte. Er liegt direkt am Boden. Ich sah mir das aus. Wieso lebt die noch? Die lebt nicht mehr. Du hast dich getäuscht. Da liegt er. Los, loote. Ich habe noch nicht reingeguckt. Der hat gar nichts. Ja. Warum hast du nichts? Oh Mann. Oh. Da ist noch eine, ist eine. Nur Papier. Okay. Ich hab da hinten ein Buchhaus gefunden. So, das kleine Buchhaus. Ehrlich, hast du jetzt ins Bücherregal geguckt und mir gesagt, nur Papier drin? Nur Papier drin. Warum nimmst du es nicht raus und machst dann... Weil ich nichts mehr aufheben kann. Ach so, bist auch voll. Ja. Ich dachte schon, du hast mir das fliegen lassen, so damit du auch einen Erfolg hast. Und der Junkie hier, da freue ich mich immer drüber. Aber bevor es Nacht wird, ich hätte gerne das Bücherhaus hier noch schnell. Ne? Na, guck mal um Wecker. Hier sind auch die alten Cowboys hier beim Killen. Da hat er ja sein Jagdgewehr hierbei. Hey. So. Auf ist Tür. Hey. Pfeile oben. Niemand da im Bücherhaus. Das ist aber sehr komisch. Okay. Mal gucken. Es ist. Ja, Jagdgewehr habe ich jetzt. Hey, läuft doch. Okay, jetzt muss ich da den Boden abhacken. So. Die Kirche am Ende der Straße ist leer. Ich habe da jetzt nur einen Frame auf die Straße gepackt, ja? Mhm. Aber da war ja Iron auch mit drin. Wenn er da nochmal reinläuft und sich beschwert, kriegt er Knüppel vom Kopf. Ah, Chemiestation im Pillenladen funktioniert. Das ist sehr gut. Jupp. Jetzt können wir uns Bier besorgen. Bier-Junkies, Alkoholikas. Oh, gutes Stichwort. Ich muss meinen Rum mal auffüllen. Ach, das, in das kleine Buchshaus da bist du? Oh Mann. Ja, da musst du aber graben, weil wir noch nicht... Noch keine Spitzhacke haben. So, graben. Warum misst wieder Papier? Ich kann kein Papier aufnehmen. Was löschen wir denn jetzt? Ich lösche den Sand. Auch nur Papier. Ich habe ein Blutabnahme-Kit. Können wir schon mal Blut für Medikits, wenn wir sie können, sammeln? Ach nee, bringt ja nichts. Erdbohrer hätte ich. Bauplan. No. No, das ja, ist gut. Wenn wir den lernen? Müsste der Werkzeug, also Olli. Olli, ja. Ich nehme den mit. Und zerstöre, glaube ich, auch gleich den Subcontainer, weil. Bitte ihn. Ja. Knüppel raus. Oh, der ist dick. Ne? Guckt auf die Uhr. Ja, zur Zeit. Ich hab die ersten Stahlrüstungsteile. Das läuft. Oh, also Blueprints. Die sind ja schon alle unten. Nein, nicht. Phew. Oh, was zum Essen das ist. Ab. Oh nein, ich häng fest. Mama liegt.
Maiskolben dabei. Wie spät? Naja, das hat hier gerade. Oben zu linken. Warte, was? Wie? Wo? Herein? Kaffeesaat. Da liegt noch einer, verdammt. Oh, das hört sich voll nach Horde an. Voll viele und so, voll laut und so. War eine Big Mama, nichts Berühmtes. So, die Hütte noch. Okay, die Hütte ist fertig. Bremen dran und dann ab nach Husch. Bremen dich davor. So. Er hat mich. Da ist das Bett. Das war's. Oh no. Wieso denn? Ach Mann, ey. Dann falsche Taste gedrückt, in Inventory gelandet. Während er einen da auf einen losschiebt. Hm. Ich könnte ausrasten. Es ist gleich Runtime. Jupp. Ist mir egal, geht trotzdem hin. Da ist ein Jagdgewehr drin. Olli, der rennt, wird gleich das Rennen anfangen. Ja. Ich hab meine Zombie-Unsichtbarkeitsbrille aufgesetzt. Mit Night Vision wirst du irgendwie nicht erkannt. Ich hab keine Ahnung warum. Du kannst an ihm vorbeilaufen. Du hast Ruhe. Ja. Ich hab keine Night Vision. Ich lauf dir hinterher. Ja, klar, natürlich. Ach so, ich mache eigentlich noch eine Loot-Runde. Ich laufe nicht nach Hause. Nein, ich bringe dich nach Hause. Ist schon richtig. Ich will auch nach Hause. Ich bin voll. Ich eben auch. Ich würde auch noch weiter. Ich habe Blueprints für Stahlhosen und so ein Zeugs. Das ist Rüstungsschmied. Das ja. Ist, da läuft ein Imperator. Muss in meiner Tasche. Wenn du die eine höhere Klappe nimmst vom Heubein, brauchst du auch nicht hüpfen. Dann kommst du direkt hoch. Ich habe hier, seitdem wir das Spiel spielen, noch nie Hunger gelitten. Ich klatsch dir mal den Erdbohrer in die zweite Kiste. Du kannst direkt einlesen. Stamina mehr los, wo ist mein zweite Kiste. Oh, da bloß jetzt nicht oben. Hier sind doch die ganzen Blueprints. Bin ich mal wieder nur zu blind, ne? Erdbohrer. Ne, sehe ich gerade aktuell nicht. In der zweiten Kiste. Ja, egal von welcher Seite ich nach. Ach, da. Gelesen. Okay. Ich muss die alle Waffen. Alle Waffen. Und Waffenschmied und Waffen. Skillen. Feuerwaffenschmied. Die beiden Skills musst du leveln. Waffenschmied? Du bist dafür Feuer. Zuständig dann. Jawohl. So, Paper. Also Feuerwaffen skill ich jetzt noch nicht, da ich aktuell noch nichts bringt. Ja. Du musst sagst ja nicht das Schießen skillen, sondern dieses Feuerwaffenschmied. Feuerwaffenschmied, genau. Genau, damit ihr die Waffenteile zusammenpackt. In einem höheren Level, ja. Aber das ist aktuell tatsächlich noch. Aktuell ist es nicht wichtig, weil wir keine Werkbank haben und sonst was. Ganz genau. Also lasse ich das erste Mal. Ja. Genau. Erste Mal. Aber heb mir die Punkte dafür. So. Dann mache ich erstmal einsamer Micha an. Schmeiß mal das Zeug. Das können wir umwandeln. Das weg. Das weg. So. Ab wann darf ich Waffenschmied weitermachen? Level 10. Was für Level habe ich? Level 7. Okay. Das kommt hier rein. Ich muss hier kurz ein bisschen Stahl rauslassen. Oder haben wir Stahl da? Für den Eisknüppel. Ne, ist kein Stahl da. Also Eisen. Genau. Und ich schmilze meinen Eisenknüppel gerade wieder ein. So, der ist weggeschmolzen. Okay. Bräuchte nämlich tatsächlich ein New. Okay, dann mache ich jetzt einen neuen. Wo haben wir denn hier Kleidung? Da, wo ich gerade drin bin. Oh,
Außerdem brauche ich mal Stoff, ich muss mal meine aktuelle Kleidung reparieren. Warum kann man da keine 300 eingeben? Achso, deshalb. Die Sachen müssen auch hier rein. Genau, Schießpulver. So, reparieren. Das. Ja, jetzt muss ich mal alles reparieren. Mal ausziehen. Also weggucken. Olli strippt. Ja. Okay. Weggucken, nicht extra hingucken. Hat wie, what? In den Schmutzbuckel. Ach ja, das, den Schnee habe ich ja noch in der Tasche. Ups. Können wir direkt 21 Gläser. Was macht er dann hier an Wärme? Minus 3 und der macht Wärme plus 6. Perfekt. Eigentlich ganz gutes Equip mal wieder. Anführungsstrichen gut. Ach, Scrap Metal lässt du raus. Ja, ja, ich brauche, weil ohne geht's nicht. Oder hast du noch wenigstens eine Tasche? Ich war auch der Meinung, ich habe einen ganzen Stapel mitgebracht, aber ich finde den in keiner der Kisten. Also ist das wohl eine Fehlmeinung. Okay. Ja. So, ich habe mal ein paar Level gemacht. Mal gucken, was ich jetzt wieder Werkzeug schmied. Geht erst ab Player Level 10. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Werkzeuge. Schmeiß ihn mal über die Forge. Alles, schneller was, Eddie, wann hat. Ach, den habe ich. Cool. Alles, was eingeschmolzen werden kann, kann da rein. Ja. Naja, ich habe da auch die Werkzeuge, die wir schaufeln und hacken und so. Diese Hose. Was brauchen wir noch? Nichts mehr. Haben wir hier noch was zum Einschicken? Nö. Na, ich warte da lieber noch. Hab zwar ein paar Punkte, aber. Gucken wir mal, wie viel. Don't noch nicht. 48 Punkte. Noch nicht so viele. Wissenschaft kann ich noch nicht, Rüstungsspiel kann ich noch nicht weiter haben. Dann nehmen wir wie ein wildes Tier. Ist ja wohl klar. Danke. Dann kann ich ja mal ein paar Lederrüstungen. Ja? So. Dann mache ich direkt noch eine zweite, weil die gehen ja schnell kaputt. Und reparieren kostet. Und einschmelzen kostet nicht, ne? Was brauchen wir denn das? Ja. Laut eurer Meinung nicht. Ist nie getestet. Reparieren verbrauchst du ja 2 Forged Iron für oder sowas zum Reparieren, ja? Mhm. Und wenn ich aber die Spitzhacke am Stück einschmelze und eine neue baue, kriege ich das komplette Metall wieder. Das weiß ich eben, das habe ich nie getestet. Ob. Ach so, Metall, ob kriegst du. Metall. Also in der 16 haben wir es schon nochmal gecheckt, das war immer noch okay. So. Muss mal gucken, was das an Forge Iron kostet, was das an Metall ist. Und wenn du die einschmilzt, bumm, kriegst du die gleiche Menge plötzlich gut geschrieben. Du verlierst halt nur das Holz und den Clay. Ja, das ist ja... Genau. Bille-Palle. Dann ist das Ding ja... Ja? Wer hat Lederbeinschienen von den Banditen? Also ich habe einen, wer hat das nächste... Von den Banditen habe ich nur Schuhe. Heavy Bandits Amorlik, ich. Ja, der hast du, brauchst du also kein Leck Armor, also brauche ich nur einmal das zu machen. Ich brauche nur etwas Leder. Warum nimmst du immer alles aus den Kisten? Das mach ich immer. Nee, ich mach das auch immer. Ein halbes Stack nehmen? Nein. Dann steckt sich das auch automatisch wieder zurück. Alles. So. Jetzt hast du das wieder. Aber du hast natürlich recht, Olli. Dann steckt sich das zurück. Natürlich nicht, wenn nur 20 Stück da sind, aber bei 500? Hier rein. So. Die eine benutze ich selber. Zack. Jo. Perfekt. Erste Spitzhacke braucht noch eine Minute. Rüstung sind in der Klamotte. Ach guck mal, hier oben sind doch 132 Scrap Metal. Falls es nochmal gesucht wird. Beim Einschmelzen? Okay, alles klar. Dann lege ich da nochmal 16 drauf. Und ich lege da mal die Stahlschaufel mit rein. Warte, da bin ich gerade drin. Mhm. Also nur zum Benutzen, ne? Das ist Input-Output-Forge, würde ich behaupten, oder? Die Kiste.
Was reinkommt, ja. Und was rauskommt, was man braucht. Genau. Ja. Das ja, sehe ich auch genau. So. Ihr könnt noch Messer herstellen für jeden. Ein Jagdmesser. Ja. Kostet uns aber 8 Stahl. Also Eisen. Eisen. 23 sind in der Kiste. Okay. Was für eine Kiste oben? Das war super. Die kannst du ja auch wieder einschmerzen. Gibt, glaube ich, auch alles wieder. Das ist das erste Mal, dass ich sage, dass bei 7 Days etwas hundertprozentig logisch ist. Nur weil meine Axt ein bisschen abgenutzt ist und die Klinge stumpf ist, ist es ja nicht so, dass ich sie wegschmeißen muss und verliere Metall. Das ist im Mikrogrammbereich. Zwei Minuten, okay. Ach, hier ist noch jede Menge Schrott drin in der Kiste. Magical Parts und Elektroteile. Gibt's schon eine Kiste drüber. Alles klar, okay. So. Leere direkt weg. Stopp. Nehmt eure Rüstungen. Erste Spitzhacke ist fertig, liegt in der Kiste im Output. Mhm. Und Rüstungen. Für den. Hä? In den Klamotten. Ah, da. So, wollen wir mal gucken. Where? Die hat 21, 17, 12, 17, 9. Ja, aber die könnte ich ja mal erstmal hier reparieren, das Bandit-Ding. Achso, ich fange schon mal an, hier Platz zu schaffen. Aha. Wo, was brauche ich denn zum Rest reparieren? Geschmiedetes Eisen. Ist noch was da, Iron? Ja, richtig, ja. Geschmiedetes. Ach, ich hab was. Hab ich gefunden. Reparieren. Einmal. Ich muss wenigstens gucken, ob das was taugt. Ja, es taugt auf jeden Fall, was wenn es. Dann gleich mehr. Ja, klar, aber ob das gegen deine 100er, die kleine, die ich hier habe, ob die da was sich durchsetzen kann. Oh ja, 34, oh, das ist viel mehr. So. 14, 33, jupp. Du haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir noch ein Vorstein drin. Ja, wer pennt denn hier vorne? Bei wie, mir? Wir pennten? Ja, wir hatten das in Schlafsack? Ich hab da irgendwo meinen liegen. Da ist der Morgen. Schon? Okay. Wo ist denn vor dir? Der hier? Nee, der ist ja. Von Imperator Killer. Steht da drauf, wenn du drauf guckst. Echt? Ja. Wow, steht tatsächlich drauf. Ja, das kam in irgendeiner Alpha plötzlich. Könntest du den etwas wie die Mitte oder so weg, jedenfalls da, das stört mich. Was? Der Schlafsack. Dein Schlafsack stört mich. Also wirklich. Also, aber ich finde es interessanter, wenn er auf dem Schlafsack respawnt und plötzlich aus dem Boden kriecht. Mhm. So Zombie-like. Wah, tötet ihn! Dahin? Bist du dir ganz sicher, dass sie dir dahin legen willst? Ja! Da bleibt er jetzt liegen. Nicht, dass du abstürzt, wenn du dich nur danach drehst, ne? Plöpp. Das habe ich früher bei den Pfadfindern, da haben wir mal so auf so einen Baum pennen müssen, in so einer Astgabel. Da habe ich auch gedacht, wenn du dann nachts dich einmal rumdrehst, macht's klatsch. Das ist echt widerlich. Wer lootet denn hier Müllsäcke und macht die nicht kaputt? Bestimmt ich. Echt mal. Nee, nee, das ist zu viel. Hier steht sogar noch ein Benzinfass. Und eine Müllpresse. Hm, na gut. So. Jetzt eine. Ist gelootet. Hopp. Eine Ho haben wir irgendwo gehabt? Mehrere. In der Output-Kiste? Ja. Okay. Habe ich sie zumindest eben gesehen. Boah, ey, solche guten? Ja. Guck mal, die Pistole. Da sind auch fette Sachen bei. 200 plus. Ja, wie viel Stein zu machen. So, was wollt ihr jetzt hier anbauen, testweise? Na, was haben wir denn da? Mal gucken. Ein Survivor! Hey, junge Frau, wie geht's Ihnen? Alles. Hier ist, davon haben wir gleich 40 Stück. Hier ist eine Frau. Jo. Dann frag sie doch mal, ob sie mitkommen will. Ja. Ist ja crazy. Steht die da mit der Fackel und macht mir hier Licht? Ich dachte erst, da ist ein Iron oder ein Snafu, aber...
Und der Zombie geht auch ganz stur auf sie zu. Na dann, viel Spaß und so. Helf ihr doch. Warum sollte ich? Wenn der die platt macht, krieg ich den Loot. Ja, ja, bring sie doch einfach mit. Beherrsch dich. Nicht fragen, einfach mitbringen. Also, was soll ich jetzt anpflanzen? Ich habe mir zugehört. Irgendwas hat man da ganz viel da, hast du gesagt. Die steht da einfach rum, aber bewegt Mais. Hat sie sich. Die steht Mais, jetzt Mais. Links. Kurze Stück haben wir da. Weißbrötchen. Ja. Jetzt ist sie weggegangen, als ich den Zombie gekillt habe. Was bist du denn für eine Schrulle? Jetzt wollen wir was zu trinken. Ah, nee, das ist falsch. Da. Wo sind die jetzt hin? Jetzt hast du dein Messer nicht mitgenommen, Olli. Echt mal. Da ist er, du lübt hier einfach so durch die Gegend. Ja. Junge Frau, Sie dürfen mich gerne begleiten. Das ist eine sehr gute Zombie-Ablenkung und so, ne? Ich würde die ja voll gern umnatzen, aber ich lasse es. Die kostet mich meine Juten XP. Die haben da eh nichts bei sich. Ja, doch, manchmal schon. Pistolen, Essen. Nicht da. Wie das jetzt gleichzeitig kam. Ja, ne, so. Boah, die haben doch. Die haben Lampen, die braucht man unbedingt. Ja. Aber voll cool, ey. Gehst du hier im Dunkeln in so eine Hütte rein und denkst, oh, guck mal, da steht ein Iron und ein Snafu. Ne, dabei ist das so eine Schickse. Das Auto werde ich mal abbauen hier bei uns vorne, sonst explodiert das noch bei der Horde. Keine schlechte Idee. Ja, ist so klar. Olli, was machst du denn schon? Nö, ich war mindestens 6 Blöcke entfernt. Und das Dauersterben geht weiter. Genau. Wer wird als nächster dran glauben? Aber alles andere in der nächsten Folge. Ich glaube, ich hatte jetzt zweimal Ansage. Das war ein kurzer Cut zwischendrin. Trotzdem, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.